dann, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel morgen um 15.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Frank, vor dem Spiel morgen gegen Frankfurt, wie sieht es personell aus? Ja, wir hatten einige und haben ein paar angeschlagene Spieler. Das hat man, glaube ich, Anfang der Woche dann auch im Training gesehen. Mit Lenny, der verletzt raus musste, mit Niklas, aber auch Tim. Omar und Ehren mussten Anfang der Woche kürzer treten. Klar ist, dass Lenny ausfallen wird mit seiner Knieverletzung. Und bei allen anderen schauen wir uns heute das Abschlusstraining noch an. Vielen Dank soweit. Und jetzt eure Fragen zum Spiel morgen. Timo Lemmer hört Schwäbische Zeitung und Kicker macht den Anfang. Bitte schön. Frankfurt ist Tabellenplatz 6, hat jetzt, glaube ich, am 26. Januar das letzte Mal gewonnen. Die letzten Spiele unentschieden, dazwischen das Ausscheiden in der Euroleague gegen Saint-Gilloise. Wie schätzt man die ein? Wie geht ihr auf die Mannschaft zu? Was kommt da auf euch zu? Du willst damit sagen, dass wir, weil sie das letzte Mal im Januar gewonnen haben, Favorit sind morgen im Spiel? Die haben, also Dino Topmüller hat gesagt, sie wollen wie im Hinspiel, das ja 2-0 für Frankfurt ausging, gegen Heidenheim, da war damals der Startschuss für eine gute Phase, wollen sie jetzt wieder erreichen. Die warten natürlich auf einen Sieg, klar. Klar, aber trotz allem sind die Vorzeichen andere. Wir sind Aufsteiger. Man muss mal sehen, was Frankfurt in den Kader investiert hat. Natürlich auch durch Kolomoani, den sie verkauft haben, natürlich auch viel eingenommen. Und deswegen ist es komplett, was die Kaderbesetzung betrifft, was anderes wie bei uns. Ich denke, das ist klar. Und Frankfurt hat natürlich den Anspruch, in der Bundesliga wieder einen Platz zu belegen, um nächstes Jahr international zu spielen. Wir spielen, um die Klasse zu halten. Von daher ist klar, dass wir natürlich nicht als Favoriten in dieses Spiel gehen, um das auch gleich mal zu beantworten. Ich denke, wir müssen uns mit dem Inhalt beschäftigen. Frankfurt ist sehr offensiv stark, hat viele Tore geschossen, sehr variabel im Positionsspiel, auch schon im Spielaufbau, was die Außenverteidiger betrifft und die Positionierung, mit vielen tiefen Laufwegen, mit viel Tempo, mit Mamou Mamouche, der natürlich in der Top-Verfassung ist, der schwer zu greifen ist, der überall zu finden ist und natürlich mit seinem Tempo, mit seiner Beweglichkeit natürlich immer eine Gefahr ist für jede Mannschaft, auch für uns, den müssen wir verteidigen, aber auch alle anderen Spieler. Wir wissen natürlich auch noch nicht, wie Frankfurt das angehen wird. Sie haben immer mal wieder gewechselt von 4-4-2, aber auch in ihrem 3-4-2-1 oder 5-2-2-1. Da wissen wir nicht genau, was taktisch auf uns zukommt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass sie zuletzt relativ viele Standardgegentore bekommen haben, dass sie auch in Umschaltsituationen den Gegner was angeboten haben. Und klar, Frankfurt will hier 3 Punkte holen. Wir wollen die 3 Punkte hier behalten. Jetzt müssen wir morgen spielen und schauen, was am Ende rauskommt. Thomas Jentscher, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Um mal bei Lenny nachzuhaken, kann man jetzt schon Näheres über diese Verletzung sagen, wie lange es vielleicht dauern wird und vor allem, wer könnte ihn denn ersetzen in eurem Spiel? Nein, also wird kein längerfristiger Ausfall, aber Einsatz morgen ist unmöglich. Hat Anfang der Woche noch richtig Probleme gehabt. Ich habe gerade mit ihm gesprochen, es ist deutlich besser, aber keine Chance auf einen Einsatz morgen. Und da werden wir von Woche zu Woche schauen. Ich möchte es nicht ausschließen, dass es nächste Woche geht, kann aber auch noch ein bisschen dauern. Gerade bei so leichten Innenbandverletzungen, die sind sehr schmerzhaft. Letztendlich entscheidet er dann, wann er wieder zur Verfügung steht, wenn es die Belastung dann einfach auch zulässt. Wie gesagt, wir haben alles abgeklärt medizinisch und jetzt kommt es darauf an, wie der Heilungsprozess voranschreitet. Und da wir ein paar Fragezeichen haben in der Aufstellung, möchte ich da heute nicht viel dazu sagen. Timo Lehmann nochmal, bitte. Ist ja sehr selten eigentlich, dass du viele Fragezeichen hast auf einmal. Wie gehst du damit um? Wie genau muss man da dann gerade im Training hinschauen, dosieren? Wann weißt du genaueres? Wird das echt so eine Last-Minute-Entscheidung? Ich glaube, Thomas hat letzte Woche das schon gefragt mit der Belastung. Und das ist eindeutig, wenn wir die Spieler nehmen, die jetzt einfach angeschlagen waren, dann sind es die Spieler, die natürlich Woche für Woche, was Intensität und Sprints betrifft, natürlich bei uns an der Spitze sind. Da müssen wir natürlich ein bisschen schauen, ob es Sinn macht, jemanden zu bringen dann und das Risiko zu gehen, auch gerade nach muskulären Geschichten. Wie gesagt, ich warte heute das Training ab. Das macht es nicht ganz einfach. Normalerweise ist heute ein Tag vom Spiel alles im Kasten, aber das ist es bei uns nicht. Wir wissen tatsächlich noch nicht genau, wie wir morgen aufgestellt sind. Kann auch ein paar Wechsel geben in der Formation, aber definitiv bereiten wir was vor und dann gucken wir im Abschlusstraining, ob das so passt. Aber es kann durchaus sein, dass wir nochmal kurzfristig was ändern müssen. Mehr kann ich jetzt noch nicht dazu sagen.
Okay, dann hake ich auch nicht nach, wer jetzt den Lenny Meloni dann in welcher Form auch immer irgendwie ersetzen könnte. Hat er schon beantwortet. Wie kannst du denn erklären, ich kann mich an Benedikt Gimba erinnern, der von jetzt auf gleich, für dich war sicherlich nicht, aber für uns von jetzt auf gleich dann auf einmal Stammspieler war, super Leistung gebracht hat. Ähnliches ist jetzt bei Nikola Dovedan, hat gegen Leverkusen das Tor vorbereitet, spielt jetzt in Berlin von Anfang an und macht sehr schnell ein Tor. Kannst du mir da mal einen Einblick geben? Ist das dann Fingerspitzengefühl des Trainers? Ist das eine Entwicklung, wo du gesagt hast, okay, das passiert jetzt irgendwann oder muss passieren? Also ich bin schon wieder überrascht, wie schnell es geht letztendlich. Ich meine, ich habe das ja klar beantwortet. Ich bin nicht überrascht, weil am Ende geht es über Leistung. Und Nico hat gute Leistung gebracht, hat sich die Einsätze verdient und hat gegen Leverkusen der Mannschaft geholfen, zumindest mit dem Anschlusstreffer vorzubereiten, aber auch durch eine gute Leistung, dass wir nochmal geschnuppert haben gegen Leverkusen. Und da hat er einen großen Anteil dabei gehabt, als Unruheherd, als einer, der schwer zu greifen war. Und nachdem er das in der Trainingswoche dann bestätigt hat, habe ich mich entschieden, ihn dann von Anfang an spielen zu lassen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell es geht, wie man jemand hochleben lässt im Fußball. Ich glaube, das war der 23. Spieltag jetzt, wo er nach Leverkusen im Hinspiel erstmal von Anfang an gespielt hat. Und für mich ist einfach wichtig, dass die Spieler, wenn sie dann die Chance bekommen und gute Leistung bringen, dass man dann nicht alles gleich wieder in den Himmel hoch jubelt, sondern das ist nicht mehr oder weniger so, dass dann der Fuß in der Tür drin ist. Und die Leistung muss man bestätigen. Natürlich hat er gute Chancen, morgen wieder von Beginn an zu spielen, weil er es lange Zeit bei Union Berlin auch gut gemacht hat. Aber das ist normal. Und auf der anderen Seite, glaube ich, das habe ich in der Vergangenheit gesagt, ist es wichtig, dass wir auch nicht nur immer von den gleichen Spielern abhängig sind, das habe ich schon früh in der Saison gesagt, sondern wir sind eine Mannschaft, da müssen auch andere immer mal wieder in die Bresche springen, auch was Scorerpunkte betrifft, was Torvorbereitung betrifft, was Tore betrifft, aber auch die Aufgabe in der Rückwärtsbewegung letztendlich dann die Aufgabe so zu erfüllen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Und das war nicht immer so. Ich glaube, da haben wir immer mal wieder auch kritisiert, aber auch um die Spieler voranzubringen und zu zeigen, da muss mehr kommen. Und nochmal, ich freue mich jetzt für Nico, dass es jetzt kurzfristig gut war. Aber er muss es bestätigen. Und wir müssen als Mannschaft weiter erfolgreich bleiben. Und nicht mehr und nicht weniger. Ich habe ihn gar nicht hochleben lassen. Aber nicht dich explizit angesprochen. Patrick Stricker von SWR, bitte. Bei all den ganzen Ausfällen kann man ja die Vermutung anstellen, dass die Führungsspieler, die sonst natürlich auch da sind, vielleicht noch mal ein bisschen mehr auch in die Pflicht genommen werden könnten sozusagen. Einer von denen ist Kevin Müller, der zuletzt ja auch immer mal wieder ein Thema war, mit guten Leistungen natürlich auf sich aufmerksam gemacht hat. Wie nehmen Sie ihn ganz speziell momentan in dieser Phase der Saison wahr? Vielleicht können Sie noch mal zwei, drei Sätze über Kevin Müller sagen. Erstmal zu Teil 1, dass die Führungsspieler jetzt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das sehe ich nicht so, weil die sind Woche für Woche am Anschlag. Und das hat man jetzt auch bei Union Berlin gesehen. In so einem schweren Spiel gegen eine Mannschaft, die viermal zu Hause gewonnen hat, die Champions League gespielt hat, die einen guten Kader hat, da nochmal so zurückzukommen in der zweiten Halbzeit, das war weder ausreichend von der Leistung noch befriedigend, das war mindestens gut. Da muss man mal die Mannschaft als Ganzes hervorheben, auch nach den Wechseln. Und zweitens dazu, es sind die Spieler in die Pflicht, die jetzt ihre Chance bekommen, dass sie mal konstant gute Leistungen bringen, von Anfang an, offensiv wie defensiv. Das möchte ich als Trainer sehen. Es wird immer viel gefordert und vielleicht sieht man sich auch mal selber ein bisschen positiver. Ich möchte jetzt Leistung sehen. Ich möchte sehen, dass die Spieler in den absoluten Grenzbereich kommen gegen eine Top-Mannschaft, die vor kurzem noch international gespielt hat, die Stunde zu bieten und alles dafür zu geben, dass wir hier zu Hause in unserem Stadion, in der Void Arena, in der Lage sind, Punkte zu holen. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Kevin Müller spielt eine herausragende Saison. Die letzten Wochen und Monate auf Top-Niveau, gerade bei einem Torhüter, ist es vor allen Dingen wichtig, dass er der Mannschaft hilft, indem er keine Fehler macht. Das hat er sowieso nicht gemacht, aber darüber hinaus hält er auch den einen oder anderen unhaltbaren, ist immer präsent, ist immer fokussiert im Spiel. Und deswegen, ich glaube, das strahlt auch auf die Mannschaft aus. Das sieht man auch an unserem Torverhältnis jetzt in der Rückrunde oder auch schon in den letzten Spielen, dann auch im alten Jahr, dass wir uns defensiv stabilisiert haben. Und da hat er einen sehr, sehr großen Anteil daran. Ich hatte das Gefühl, dass Teil 1 Ihrer Antwort gerade ein Appell war an einen weiten Teil der Mannschaft sozusagen. Interpretiere ich das richtig? Ja, 100%. Nochmal, wir haben wenig gewechselt und ich kriege diese Diskussion schon immer mal wieder mit, dass man irgendwas fordert insgesamt. Aber wenn man dann spielt, dann muss man liefern, dann muss man der Mannschaft helfen. Sollte der ein oder andere morgen ausfallen, dann ist es wichtig, dass die Spieler, die jetzt ihre Chance bekommen, wie bei Nico Dovedan, dann da sind und
Ja, wir spielen so oft im Grenzbereich. Die Mannschaft hat so viel investiert die letzten Wochen und Monate. Deswegen haben wir auch 28 Punkte. Und wenn dann mein Spieler ausfällt, dann erwarte ich jetzt von den Spielern, die reinkommen, dass sie auf diesem Niveau spielen, dass sie bereit sind, in den absoluten Grenzbereich zu kommen. Dann passieren Fehler, aber die kann man wieder wettmachen. Und das ist natürlich ein Appell an die Spieler, die dann ihre Chance bekommen, ganz klar. Timo Lemmert nochmal, bitte. Nimmst du dann bei den potenziellen Kandidaten, die es ja jetzt dann auch ein bisschen mehr häufiger gibt als sonst, irgendwie Anspannung, eine größere Anspannung war, vielleicht sogar eine gewisse Nervosität, weil sie vielleicht länger nicht spielen konnten. Wie ist da so dein Gefühl für die? Also ich bin mir sicher, wenn wir jeden Spieler fragen würden, ob er bereit ist zu spielen, dann wird keiner Nein sagen. Das Zweite ist, was ich im Training wahrgenommen habe, dass Spieler gesehen haben, dass es eben jetzt gegen Frankfurt sein kann, dass der eine oder andere Spieler vielleicht nicht auflaufen kann. Und entsprechend haben sich ein paar Spieler in Position gebracht. Thomas Jenscher nochmal, bitte. Es sind jetzt knapp über zwei Drittel gespielt. Die Tabelle gibt für viele ein klares Bild. Drei Mannschaften sind abgehängt. Aber ich weiß nicht, ihr werdet das wahrscheinlich nicht so sehen. Mit was rechnest du jetzt in dieser Endphase der Saison? Dass wir als 1. FC Heidenheim, ich glaube, wir haben jetzt die letzten 10 Spiele, glaube nur eine Niederlage gehabt, wenn ich es richtig weiß, dass wir weiter so geschlossen und so intensiv mit einem sehr hohen Einsatz und mit einer klaren Philosophie weiter Fußball spielen und noch mehr Punkte holen. Das erwarte ich an uns, und was die anderen machen, können wir maximal beeinflussen, indem wir gegen die dann am jeweiligen Spieltag spielen. Aber diese Diskussion, dass drei Mannschaften schon abgeschlagen sind, da steigen wir natürlich nicht mit ein. Wir wollen schnellstmöglich die Punkte holen, damit wir, wie ich es jede Woche betone, unser Ziel erreichen, nämlich am Ende die Klasse zu halten. Es geht um nichts anderes für uns. Wir haben das noch nicht erreicht, und deswegen gilt es weiter intensiv und fokussiert weiter zu arbeiten. Es ist unfassbar gut, was die Mannschaft geleistet hat die letzten Wochen und Monate. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Gegen welche Mannschaften wir spielen, auch jetzt morgen gegen Eintracht Frankfurt, die international gespielt haben, die auf Platz 6 stehen, die jetzt auch alle Chancen haben, international zu spielen. Und deswegen ist es auch dieses Spiel eine große Herausforderung für uns. Aber jeder, der morgen es gut mit uns meint, der weiß, dass wir morgen auch eine Chance haben, wenn wir es schaffen, unsere Leistungen abzurufen, gerade bei uns zu Hause in einem Heimspiel. Und ich glaube, das merkt man auch, das treibt uns an. Das führt dazu, dass wir die Woche auch an zwei Tagen jetzt sehr intensiv gearbeitet haben, um uns auf dieses Spiel, das uns dann morgen erwartet, auch vorbereitet zu sein. Nochmal Patrick Stricker, SWR, bitte. Die Eintracht hat in den letzten 8 Jahren wahnsinnig viel erlebt, fast abgestiegen, Pokalsieger, Europa-League-Sieger, diese Saison auch wieder in der Conference League international unterwegs gewesen. Wie haben Sie denn diesen Verein in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen beobachtet, und mitverfolgt sozusagen? Ja, natürlich mit Interesse und auch als Fan zu Zweitliga-Zeiten, wo sie den Europapokal gewonnen haben, wenn man da gesehen hat, was bei der Eintracht los war, auch auswärts. Ich hatte immer mal wieder auch mit Ole Glasner dann auch mal kurz Kontakt, habe ihm natürlich auch gratuliert. Und das war schon beeindruckend, wie diese Mannschaft über eine unheimliche Wucht und Power auf dem Platz, aber auch außerhalb vom Platz, eben entsprechend Erfolge gehabt haben. Auf der anderen Seite sieht man bei Eintracht Frankfurt gerade auch, dass dann diese Wucht dann auch mal umschlagen kann in Drucksituationen, wo dann natürlich Kritik aufkommt, wo Menschen nicht zufrieden sind, wo es dann vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber ich denke, Eintracht Frankfurt ist ein großer Name, hat Erfolg gehabt. Man darf nicht vergessen, jetzt im Sommer einen riesen Umbruch gehabt mit vielen Zu- und Abgängen und einem neuen Trainer, mit vielen Spielern, die noch sehr jung sind, die in Zukunft noch viel erreichen können. Und ich glaube, diese Mannschaft hat Zukunft und kann sich zu einer richtig guten Bundesliga-Mannschaft dahin entwickeln, dass sie jedes Jahr auch um die internationalen Plätze spielen und kämpfen kann. Gesundheit. Noah Haug für RegioTV, letzte Reihe, bitte. Gerade waren wir schon bei Dino Topmüller, wenn Sie jetzt Ihren Gegenüber am Samstag beobachten, wo kann er noch hin? Wie sehen Sie seine Entwicklung? Ist seine erste Cheftrainerstation in der Bundesliga? Am Samstag beobachte ich meine Mannschaft und die vom Gegner und nicht Dino Topmüller. Und außerdem hat er schon Erfahrungen als Cheftrainer gesammelt, war Co-Trainer in der Bundesliga.
Das steht mir nicht zu, seine Entwicklung vorherzusagen. Aber ich glaube, es ist ein sehr guter Trainer. Es ist ein sehr guter Trainer, der auch gut mit seiner Mannschaft kann. Glaube ich auch im zwischenmenschlichen Bereich richtig gut ist. Und deswegen, er ist ein paar Jahre, glaube ich, jünger. Und deswegen hat er noch viele Jahre vor sich, wo er als Trainer auch Erfolg haben kann.